So, da sind wir wieder zurück bei Elden Ring. Für mich direkt die zweite Aufnahme hinterher. Eine machen wir noch, hatte ich ja gesagt. Und ich bin... Oh, eieiei, es ist einfach zu schön. Es ist wirklich... Das Schwert ist angeblich sogar noch besser, die blasphemische Klinge. Aber ich komme mit diesen schweren Schwertern halt echt nicht so gut klar. Ist echt schade, oder? Wir sind immer noch hier bei der Stütze des Hardik-Baums. Ach, wartet mal eben. Wo kam denn eigentlich der? Achso, wir haben ja gar nicht. Okay. Hardik-Baum-Soldatenhelm. Der ist neu. Ein Helm der Soldaten, die dem Hardik-Baum die Treue geschworen haben. Dieser Eisenhelm ist mit einer Krone aus purem Gold verziert. Verstärkt euren Glauben. Oh. Schick. Ah, wir können auch gerne wieder unsere Haare zeigen. Ich mag das ja. Frag mich halt echt, wie die Leute das machen, ne? Ich sehe halt Leute, wie die so dynamisch und geil mit ihren schweren Schwertern spielen. Ich habe das Gefühl, ich komme wirklich nur mit diesen schnellen Schwertern klar. Total faszinierend. Ist das hier denn jetzt die Stadt von Mikaela? Achso, du darfst aufspringen, schon klar. Oha. Guck mal. Das ist ein Mensch in einem Kokon. Oder? Safe. Sind das Menschen-Kokons? Ich bin sofort wieder da, wartet mal eben. Ich habe halt echt die Vermutung, dass Mikaela in seinem Kokon hier war. Aber warum? Warum ist er dann auf einmal bei Mock gelandet? Das verstehe ich nicht. Das wäre noch so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Gehen wir kurz nach oben. Haben wir hier noch was übersehen? Waren wir hier oben jemals? Ich bin verwirrt. Ne, hier waren wir noch nicht. Ach, guck mal. Guck mal an. Und da ist sogar eine Leiter. Mikaela Ritterschwert.
Ein Schwert der Diener Mikelas vom Harligbaum. Das Design stammt eindeutig von den Rittern Karias, aber anstelle des Schimmersteins ist ein Bernstein des Harligbaums in die Klinge eingelassen. Dieses Prachtstück wurde niemals einem Ritter verliehen. Ein Schwert ohne Meister ist kein gutes Omen. Talent, heilige Klinge. Darauf glauben. Oh. Dieses Spiel. Das hat mir schon so viele nachtlose, schlaflose Nächte bereitet, so ist richtig gesagt. Heiligbaum-Soldaten bei einem Schutz. Helm der heiligen Krone. Eine Eisenkappe verziert mit einer Krone aus reinem Gold. Wer sollte Mikelas Segen mehr verdienen als die Schwachen und die Vergessenen? Ich mag Mikela irgendwie. Mit dem Baum finde ich jetzt nicht so geil. Nur einer, das wäre sehr gut. Irgendwie zu viel Zeit zum Parieren immer, ne? Okay. Ich höre es flattern sehr nah und das ist irgendwie sehr eklig.
Wo ist es denn? Ich höre es flattern, sehe es aber einfach nicht. Was ist in diesen Kokons drin? Hoch versuchen. Ja, ja, mache ich ja. Was ist mit diesem Spiel, Leute? Was ist hier los? Noch einer. Puh. Ballisten. Geiles Item, Ballisten, Baum, Soldaten mit Großbögen. Jetzt sind sogar Ritter. Da oben ist auch ein geiles Item. Also das ist eine Festung. Da kommen wir so einfach nicht rein. So viel steht fest. Wir können da runter. Wir können hier runter. Ich bin so ein bisschen im entspannten Chill-Game-Mode gerade. Wundert euch nicht. Sogar ganz runter. Es ist auch relativ spät abends, deshalb bin ich auch nicht so laut gerade. Ist schon ein sehr fieses Geräusch, wenn man das die ganze Zeit auf dem Ohr liegen hat. Ein Spiel konsequent die Qualität so unglaublich hoch hält. Ich muss mal kurz das Fenster aufmachen. Wartet mal eben. Ups. So. Huh. Also gehen wir mal hier runter. Was eine dumme Wahl war, oder? Ist glaube ich egal. Oh nein, nein, nein. Also es sind wirklich die, ich weiß auch nicht, ich kann euch nicht genau sagen warum, aber ich finde die, diesen einen Angriff von denen halt so unglaublich dämlich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Halligbaum Soldatenwappenrock. Oh, guck mal hier. Splitz Großbolzen.
Es ist ja tatsächlich halb so wild. Können scheinbar sogar hier schon abkürzen. So, dann sind wir schon fast unten. Guck mal. Ich würde nur jetzt an der Stelle, wenn das für euch okay ist, einmal das machen, weil ich meine Rune halt echt nicht gerne verlieren möchte. Die hat uns gerade das Leben gerettet, die Träne. Ich wollte es nur sagen. Ist sie noch da? Cool. Ja, komm mal mit. Ja, ich hoffe, es ist okay. Das war jetzt wirklich nur, weil ich keine Lust hatte, meine... wie viel waren das? 100.000 Runen? Knapp. Ach, come on. Sie ist so mutig. Ich wünschte, ich wäre so... Die ist viel besser als wir. Bleibt sie. Oh, komm schon. Schadenfolge. Das ist ja ätzend. Eieieiei. War das denn jetzt der starke Gegner hier oder kommt noch was? Ach, come on. Oh, really? Thank you.
Okay, jetzt ist aber Ende im Gelände. Also noch eine schaffen wir aber nicht. Also waren mal Bosse, ne? Ich wollte es nur sagen. Es waren mal Bosse. Eingelegter Schildrücken. Das hat sich ja... Boah, da, auf den habe ich aber echt keinen Bock. Sorry. Item und go. Ciao. Item and go means item and go. Ist nix. Weg. Weg, 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 weg. Flucht nach vorne ist eigentlich selten gut. Wir versuchen es gerade mal. Warum? Warum machen die sowas? Ah, oh mein Gott, und das sind so viele Runen, die da jetzt liegen. Es müssen über 200.000 Runen sein. Wir nehmen den gleichen Weg nochmal. Arbeiten uns nochmal von hinten nach vorne durch mit der Träne zusammen. Ist. Oh Gott. Ja, da kommt noch eins, oder? Ja. Ah, ja. Was ein Scheiß. Was? Was haben wir hier? Marikas Wundsiegel. Erhöht deutlich den Geist, die Weisheit, den Glauben und die Arcana-Energie, aber auch ebenso deutlich den erlittenen Schaden. Die Bürde der Pflicht kann schwer auf jene liegen, denen es obliegt, sie zu erfüllen. Sie kann genauso sehr an ihnen nagen wie ein Fluch, von dem es keine Erlösung gibt. Guckt euch das mal an da oben. Der Baum. Es könnte der. Also ist halt die Frage, ist das der Erdenbaum oder ist das der Harlikbaum? Die Frage ist dir, was denn der gute Mikela hier gemacht hat. Wir wissen ja, er war von dem Erdenbaum und von den Anrufungen enttäuscht. Er konnte nicht das erreichen, was er wollte.
Er konnte Malenia nicht heilen und hat sich dann abgewendet. Von dem Erdenbaum, von den Anrufungen, vom Glauben. Und hat die Zeit des reinen Goldes erschaffen. Und dann vielleicht auch diesen Baum hier, vielleicht als Alternative zum Erdenbaum? Sollte das hier eine andere Art des Glaubens sein? Um Malenia zu heilen letztlich, von ihrer Schardach-Fäule? War das vielleicht sein Ziel? Ah, oh, da ist das schon. I hate him so much. Gut. Können wir die Trainer eigentlich heilen, theoretisch? Auch in Kämpfen? Das fände ich jetzt spannend. 250.000 Runen. Also wir sollten... Kommst du mit hoch? Ah ne, okay. Sie war schon wirklich nur für da unten da. Bleibt sie denn da, wenn ich schnell runtergehe? Komm mal mit. Weil dann lasst uns doch hier nochmal gucken. Da ging auch eine Leiter hoch, oder? Da kann ich jetzt gerade nicht helfen. Jetzt kann ich helfen. Genau, hier ist eine Leiter. Bevor wir jetzt nämlich, weil sie wird jetzt wahrscheinlich verschwinden und dann schaffen wir den einen Gegner nicht mehr. Wir haben gerade 262.000 Runen. Wäre geil, wenn wir die irgendwie nach Hause bringen können. Wo sind wir denn jetzt hier? RIP. Ciao. Habt ihr gesehen, wo wir waren? Schön oben bei den Ballisten. Ah, 9 Popo-Flaschen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Überfordert die gerade. Ja. Oh, die Fenster. Immer über uns, ne? Kann das sein? Oh, Asche der Soldaten des Halligbaums. Ich habe mit so einem... Oh Gott, das Blut in unserem Gesicht. Ich habe mit so einem Sternenstück gerechnet. Gucken wir uns erstmal den Wappenrock an. Den haben wir auch noch.
mit dem, also ein Wappenrock mit dem Baum, ein Bild des Heiligraums verziert. Obwohl der Heiligbaum stets mit Michaelas eigenem Blut gewässert wurde, wuchs er nie zu einem Erdenbaum heran. Ah, die wollten also einen künstlichen Erdenbaum schaffen aus Michaelas Blut, dem Blut eines Halbgottes. Ein bisschen Background-Info. Dann haben wir hier irgendwo... Da. Die Geister gewöhnlicher Soldaten, die das heilige Licht in sich tragen, sind sie geschwächt, explodieren sie in einem allerletzten Angriff. Dies war die bittere Erkenntnis der verzweifelten Soldaten, die im verfaulten Heiligbaum die Rückkehr ihres Fürsten harrten. Mögen unsere blitzenden Tode Michaelas Rückkehr herbeiführen. Ja, der war ja nicht mehr hier. Der war ja in Mocks Knechtschaft, wenn man so will. Da konnten die natürlich lange warten. So traurig das auch klingen mag im Nachhinein. So, jetzt haben wir hier die Problematik, dass wir... Okay, vielleicht kann man da drauf springen, das weiß ich gerade nicht. Da oben drauf, ja. Oh, wir sterben. Boah. Huh. Okay. Harlekbaum Ritterhelm. Mit den Fenstern. Ah, ist das schön. Dieser Helm. Okay. Was ist das für ein Licht, was hier durchkommt? Ich will das gerade mal gerne ausprobieren. Wie erfolgreich sie ist. Ja, ich habe das Problem durchaus erkannt, dass die despawned ist, als ich reingelaufen bin. Okay, aber wir haben ja unsere Runen, alles gut. Das sind nämlich 292.770 Runen, die sollten wir nicht verlieren. Aber was ist das für ein goldener Schein, der da aus der Tür rauskommt? Das würde mich mal interessieren. Zwei Stufenaufstiege. So, wo bringt uns die Leiter hin? Immer wieder nach oben, oder was?
Ich weiß halt nicht, wie wir das strategisch am besten anstellen, wenn wir die Ritter natürlich nicht mal tot bekommen. Der ist despawned, sehr schön, der ist noch da. Das ist genau das, was ich wollte im Nachhinein. Okay. Ah, die Attacke ist mies. Die auch. Alles mies, was der macht. Uiuiuiuiui. Das ist generell nicht so einer der sympathischen Ritter. Muss man sagen. Ritter-Großschwert, okay. So. So, mein Plan wäre dann, dass wir jetzt die Imitator-Träne rufen und gemeinsam den Baum besiegen. Das war jetzt mein Plan. Soweit habe ich eigentlich gedacht. So, jetzt darf nur oben die Balliste nicht auf uns schießen. Dann soll es eigentlich sogar funktionieren. Wir müssen ein bisschen defensiv halten. Warten wir, bis er da ist. Wir dürfen natürlich nicht reinlaufen.
denkbar unschön. Wir können die doch immer resetten lassen, oder? Und dann so ein bisschen Schaden machen. Geht das? Es ist auch nicht die spannende Art und Weise, ich weiß, aber so bekommen wir es tot, ohne jetzt 50 Mal zu versuchen. Das ist aber sehr interessant, wir haben Avatare des Erdenbaumes oder eben des Harlekbaumes, obwohl es kein Erdenbaum geworden ist. Gibt das? 27.000 und eine Fürstenrune. Jetzt ist die große Frage, die ich nur habe. Das habe ich schon befürchtet, dass das passiert. Ja. Dammit, ich Idiot. Okay. Cool. Goldene Rune. Waren wir da denn schon mal? Jetzt sind wir hier einmal so schön an diesem Punkt. Spaltaxt kennen wir auch schon. Ich ignoriere gerade mal, dass da noch einer war. Hier oben drauf waren wir jetzt noch nicht, ne? Also es fehlt noch streng genommen der Weg oben drüber. Wie viele Runen haben wir jetzt? 89.000 schon wieder. Okay, dann würde ich mal eine Sache kurz machen. Also hier haben wir jetzt nichts mehr, ne? Nur, dass ich jetzt sicher gehe, das haben wir soweit gemacht. Wenn wir nochmal hier lang gehen wollen würden, ich wüsste gar nicht, wir müssten dann aber hinten starten, weil wir dann oben rumgehen müssen. Lass uns nochmal kurz hier rasten. Ich würde gerne nochmal gucken, ob wir vielleicht an der Tafel der Gnade eine neue Rüstung kaufen können. Ich glaube es zwar nicht, aber... Okay, er ist weg. Das ist cool.
Das bleibt also konsequent. Der kommt nicht wieder. So, einmal hier hin. Okay. Puh. Es ist verrückt. Hi. Doch. Königliche Ritterrüstung. Ah, ich habe es fast erwartet. Die silberne Rüstung von Ritterin Loretta, die Michaelas Harlekbaum diente. Loretta war früher eine königliche Ritterin Carias und ihr Lapis-Lazuli-blauer Umhang ist ein Symbol ihres ritterlichen Stolzes, der bis heute ihre Schritte lenkt. Der silberne Helm. Loretta, früher eine königliche Ritterin Carias, begab sich auf eine lange Reise, um eine Zuflucht für die Albinaurix zu suchen. Sie war überzeugt, der Harlekbaum wäre ihre beste Chance auf die lang ersehnte Erlösung. War sie ein Albinaurix? Die finde ich wieder nicht so schön. Es gibt immer ein Rüstungsteil, was mir nicht gefällt, ne? Merkt ihr das? Aber Echo haben wir nicht bekommen. Let the word of the fingers guide you. Gott. Diese Beindinger sind ja weird. Auf dem Pferd sahen die halt cool aus, ne? I don't know. Kann man das wegmachen? Habe ich mir gerade schöner vorgestellt, als ich die als Symbolchen gesehen habe. Kleidung anpassen. Toll. Schade. Mal gucken, wie sieht die mit den Beinschienen aus? Nee, kann ich mich nicht mit anfreunden. Ja, wir haben halt immer noch nicht die richtige Rüstung. Die ist halt echt cool, aber ich weiß ja auch nicht, mit dem Horn an der Seite, das finde ich nicht so geil. Die ist nice. Ich kann auch die eigentlich nochmal nehmen. Light. Ah, Blight. Ach man, wisst ihr noch Ranis Quest? Das ist inzwischen schon wieder so lange her. Das ist unfassbar. Wir nehmen einfach nochmal Blights Rüstung. Wie wär's damit? Wie sah die nochmal ohne Mantel aus? Nur nochmal Interesse halber. Kleidung anpassen. Hier jetzt der Helm, wie sieht das aus, wenn wir hier jetzt unseren allerliebsten Lieblingshelm drauf anziehen? Eigentlich ganz süß, oder? Fat Roll, really? Ah, okay, Mid Roll. Huh. Well, I took you for dead, no matter it's lay out your arms. Das Dunkelschmiedestein, schade. Michaela Ritterschwert, heilige Klinge. Die Werte sind nicht schlecht. Glauben und nicht auf Weisheit, lustigerweise. Obwohl das, was macht das denn so viel magischen Schaden, obwohl wir
nur 20 Weisheit haben. Das ist so verrückt, oder? 176. Das Katana ist einfach ein Killer irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, warum. Greetings. Ich mag sie. Ach ja, nee, aber es gefällt mir irgendwie auch nicht so richtig. Wir nehmen mal wieder unseren Kronenkopfring. Och man, Blight. Die Storyline war so traurig, dass am Ende auch wieder alle sterben müssen. So. Wäre cool, wenn die nicht so fett wäre. So breit, ihr wisst schon. Back to the Roots, karianische Ritterrüstung. Lang ist es her. Mit Umhang. Die immer noch gar nicht so schlecht ist eigentlich. Auch schick. Die ist so verrückt, die Rüstung. Wie ist die von den Werten her? Ja, geht, ne? Lass uns doch nochmal die Bluthund-Rüstung anziehen. Rickroll? Okay. Wir haben noch ein paar Minuten. Dann würde ich ganz gerne einmal weitergehen. Elfael Innenwall. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht einen unschönen Bosskampf finden. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, von Malenia nochmal einen auf den Deckel zu kriegen. Schauen wir mal. Aber seid mir nicht böse, aber ich finde, die großen Bäume sind für Kämpfe ohne Pferd gänzlich ungeeignet. Wow, ist das schön. Heldenrune 5. Ich habe die Größe von diesen Heldenrunen noch nicht ganz verstanden. Wir haben Fürstenrune, Heldenrune, 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 Numenrune und dann die goldenen Runen. Okay, dann habe ich es verstanden. Es gibt verschiedene Größen der Heldenrune. Es ist, glaube ich, genau das, was ich befürchtet habe. Dann sage ich mal so viel. Ich würde jetzt im ersten Versuch
wenn da unten jetzt wirklich Malenia kommen sollte, und das sieht vom Gebiet her verdammt stark danach aus, dann würden wir den Kampf wahrscheinlich erst beim nächsten Mal ordentlich machen. Ich würde für die ersten Versuche... Ich weiß gar nicht, ich will es gar nicht ankündigen, aber oh, die Blumen sind schön hier. Was du denn? Ja. Ach Gott, nee. Jetzt gar nicht wahrgenommen hier. Schön getarnt. Jetzt ist aber einer. Scharlachfäule. Damn it. Okay, hab ich jetzt nicht. Shit. Ja. Okay. Nicht so geil. Es geht ganz schön weit runter. Moment mal, was seid ihr? Okay, die sind aber ja ganz verkümmert. Und bei weitem nicht so gefährlich wie ihre großen Gegenstücke. Ein Amulett gegen Scharlachfäule gibt es aber nicht zufällig, oder? Das wäre nämlich echt geil. Ich glaube aber nicht, dass es sich lohnt, jetzt hier großartig Boli zu nehmen, oder? Ich beeile mich gerade mal ein bisschen. Jetzt gerade haben wir zumindest wieder... Na gut, yay. Super. Puh. Ist irgendwie nicht so schön. Wir sind jetzt im Harlekbaum drin, ne? Das ist schon Baumrinde rundum. Das Spiel so eingeschätzt, dass er uns trotzdem irgendwie angreifen kann. Ich hätte mich gerne mal oben umgeguckt, aber es wird wohl nichts gerade. Immerhin Wasser. Okay. Verlorene Gnade entdeckt. Abwasserkanal.
Ah, da ist ein dritter da unten. Wir kommen also auch noch dahin. Wir müssten mal ein paar Boli erstellen. Ich hoffe, wir können das überhaupt. Ich hoffe, wir haben die Zutaten dafür. Auf die Mauer kommt man aber nicht, oder? Das ist schade. Aber warum hat denn Malenia eigentlich die Scharlachfäule? Hm? Das ist eine gute Frage, oder? Okay, das scheint eine Art Friedhofsgelände zu sein. Was ist das hier? Hm? Hello? Ich habe das Gefühl, dass alle Spieler immer eher so, desto brachialer, desto besser unterwegs sind. Bei mir ist es immer genau das Gegenteil. Desto brachialer, desto schlechter komme ich damit klar irgendwie. What the fuck? Okay, ja, ich bin interessiert gerade. Aber hätte gerne eine realistische Möglichkeit, da dran zu kommen. Bogen, hä? Ich bin langsam im Schlafmodus, wundert euch nicht. Wie die Köpfe aussehen. Okay. Wir haben jetzt oben ein Item aber nicht mitgenommen, ne? Ich wollte es nur nochmal anmerken. Da war draußen auf dem Gelände noch ein Item, das wir jetzt liegen gelassen haben. Wir sind auch gerade... Okay, 1:05, das geht ja sogar. Meine Kiste. Drachen-Großschild-Talisman. Aha. Wir können doch bestimmt den Bogen auch als zweite Waffe ausrüsten, oder? Mhm.
Tut mir das ein bisschen leid hier, die krabbelnden Dinger. Okay. Da fehlt jetzt noch einer, oder? Da hinten ist er. In der hintersten Ecke. Das wollte ich nicht. Aber okay. Was ist das? Oh nein, oh nein, oh nein. Kleidung der Reisenden, das ist doch die Kleidung von der von der wir die Prothese gegeben haben, oder? Die kennen wir aus dem Trailer, diese Blüte. Das ist ja die, zu der auch Malenia geworden ist. Diese Blüte der Scharlachfäule, was auch immer. Kleidung der Reisenden. Gucken wir uns mal eben an. Leichte, aber dennoch stabile Kleidung wird auch von jungen Frauen bevorzugt in die Welt hinausziehen, um sich ihrem Schicksal zu stellen. Ja, ich verstehe gerade nicht ganz, was mir das sagen soll. Ich rüste mich mal für den Bosskampf gerade. Wortwörtlich. Große Last, da muss der Bogen weg, genau. Okay. Was ist das jetzt schon wieder hier? Noch ein Aufzug. Heißt das denn jetzt, dass sie zu so einer Blüte geworden ist? Soll ich das so verstehen gerade? Oh Gott. Hier wären wir... Was? Ach, er hätte ja nicht funktioniert. Ganz weit unten. Okay. Aber ist das, soll uns das denn jetzt sagen? Ich meine, wenn da jetzt die goldene Nadel wäre, wäre es für mich noch eindeutiger, als sie es ist. Das sieht sehr cool aus tatsächlich. Sieht schön aus. Aber ist sie es denn? Da ist aber auch keine Person drin. Hm. Unten ist ein Bossnebel. Können wir hier jemanden beschwören vielleicht? Sie? Das war ja die ganze Zeit meine Erwartung, aber nein. Dann machen wir nochmal eben zwei Sachen, drei Sachen. Wie heißt der Ort hier? Harlekbaumwurzeln. Wir gehen noch einmal hoch. Besiegen nochmal die Viecher. Gucken, dass wir da die Items noch mitnehmen. Und dann gehen wir noch einmal zu dem Typen zurück. Bei der Zaubererstadt, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht kann der uns was dazu sagen, dass hier diese komische Blüte ist.
Ja, wir haben oben die ganzen Balkongänge. Ach, hier geht's aber auch noch lang. Ups. Ah, hier geht's raus. Die ganze Außenanlage haben wir uns noch gar nicht angesehen. Generell weiß ich, dass wir sehr viele, Michaelas Lilie, dass wir sehr viele Ecken ausgelassen haben. Ach, kein Ritter, bitte. Was hast du denn her jetzt gerade? 2. Das ist geil. 3. Du hast einen Schildkämpfer, habe ich jetzt nicht genau gesehen. Den müssen wir jetzt töten. Wenn wir können. Die müssen wir jetzt irgendwie auseinander bekommen, die Ritter. Das ist für mich jetzt nicht wirklich auseinandergekommen. Blöd sind sie nicht, oder? Schade. Ja, ich hätte gedacht, dass wir sie beschwören können für den Kampf gegen Malenia. Wenn es denn jetzt der Kampf ist, aber da bin ich mir fast sicher. Okay, das macht aber keinen Sinn. Dann lassen wir das erstmal, das Außenareal. Da würde ich ganz gerne noch einmal nach Caelid gehen. Hier, Weiser Govry, er ist auch da. Zeldias Aufgang. Da müssen wir nochmal kurz gucken, ob der da ist, ob der jetzt was dazu sagt, weil das wäre mir jetzt zu interessant, als dass ich das ignorieren möchte. Instant, oder? Immer noch nicht, okay. Please make certain that little Millicent goes unharmed. Like her mother, she has the stuff, but commands only one arm. Ne, der sagt nichts Neues. Das ist merkwürdig, ne? Habe ich denn irgendwo verpasst, dass man sie hätte beschwören können? Ich überlege gerade, wo haben wir sie das letzte Mal getroffen? Hier. Beim Windmühlendorf. Und zwar hier oben, beim Windmühlenhügel. Da habe ich sie getroffen. Safe. Das ist definitiv sicher. Das habe ich euch auch gezeigt in der Aufnahme. Aber hier ist sie nicht mehr, oder? Nein. Könnte sie denn sein? Keine Ahnung. Die könnte beim Eldenthron rumstehen, was auch ein bisschen weird ist, aber es fällt mir gerade noch so ein. Nee. Dann könnte sie Refugium des Erdenbaums, Schlafgemach der Königin. Stünde das denn, wenn die irgendwo wäre? Bruder Corhin. Bruder Corhin. Bruder Corhin? Gott, du bist aber nicht weit gekommen. Ah, well then. Position der goldenen Maske. Ach, das war der auf der Brücke. Do you sport with me?
from your description, it can be no other than the Gold Mask himself. Of course, I knew he would be close by. Bless the Golden Order and its benevolent rays. And to you too, my sincerest thanks. Okay. May the Golden Order. Ihr wisst, wer gemeint ist, oder? Der war Goldene Maske auf der Brücke hier, genau. Ja, ich weiß nicht, wo sie hin ist. Diese Maleficent, Malle. Ihr wisst schon. Altus Plateau. Okay, jetzt habe ich es über uns. Das ist ja ein bisschen blöd. Na gut, hier einmal außen rum. Oh, ich freue mich auf Surgeon Plus. Ich freue mich. Wir werden dann alles wieder langsam erkunden. Wieder zu Fuß gehen. Ich freue mich riesig. So. Da vorne, guck mal. Ah, we meet yet again. Thanks to you, I have become acquainted with the noble Gold Mask himself and taken my place by his side, as you can see. Have no fear. I will still teach you incantations as before, though we must do so quietly, such that we not disturb the great master's cogitation. Hm. Zirkus, das ist neu. Ein Geschenk des jungen Michele an seinen Vater Radagon. Erzeugt einen Lichtring und feuert ihn vorwärts ab. Der Lichtring kehrt zu seiner Position in der Nähe des Zaubernden zurück, bevor er wieder verschwindet. Hm. Ist neu. Über die goldene Maske. The Master is always deep in contemplation, while I frantically attempt to record his wisdom, the movement of his finger. And though I am yet to comprehend even the daintiest morsel of his wisdom, I know that this is my life's calling. The Golden Order has bestowed me, talentless as I am, the great duty of documentarian. Wir verschweigen mal, dass wir den mal angegriffen haben, ne? May the Golden Order shine through you. Ganz erwartungsvoll. Na gut. Ja, okay, aber wenn die irgendwo wäre, wäre es doch wirklich auf der Karte, oder? Dann können wir doch hier mal so ganz schnell gucken, ob wir sie irgendwo sehen. Also ob wir irgendwo ein Personensymbol sehen, was uns so direkt ins Auge springt. Hm. Ich wäre halt schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, wenn wir die jetzt einfach gar nicht mehr wiedersehen würden. So ein bisschen traurig wäre ich da schon. Macht sehr gruselige Geräusche. Ja, komm, dann gehen wir noch einmal rein. Ich will einmal sehen, was uns da erwartet für den Bosskampf. Innenwahl, Wurzeln. Wir pushen noch einmal schnell ein Level ab raus. Und dann gehen wir rein da.
Okay. Wir werden wahrscheinlich die, oder? Geisterträne beschwören oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Wir machen es einfach mal. Hoher Punkt suchen. Aha. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Das ist tot. Okay, ist ein bisschen feige, jetzt direkt die Träne zu nehmen, ich weiß, aber... Was ist jetzt hochgeheilt gerade? Set for... Ah, mit jedem Treffer heilt jetzt. Ich hab das richtig gesehen gerade. Sehr coole Synchronstimme. Sie gefällt mir. Sag das an. Hoher Punkt suchen. Was meint ihr mit hoher Punkt suchen? Es werde verrollt. Oh, habt ihr die Rüstung gesehen? Ich hätte auch ganz gerne ihre Rüstung. Macht sie immer den Angriff?
Kann das nicht einfach so Insta-Kill sein oder so? So dumm. Blade of Mikola. Was macht man denn da? Einfach weglaufen? Auf sie zurollen? Müssen wir mal ausprobieren gerade. Ja, ich kann, ja, wir werden die jetzt nicht mehr besiegen. Aber ich finde insgesamt... Haben wir denn hier irgendeinen Quatsch drin? Nee, ist eigentlich okay. Sie macht ja nur... Sie wird sicherlich nur irgendwas mit Fäulnis machen, da brauchen wir nicht drüber reden. Mikelas Klinge. Der war nice. Es ist so geil, dass sie halt einfach sich regeneriert bei jedem Treffer. I am Melania, Blade of Mikola. Ist halt spannend, weil die Träne halt eigentlich so gut wie gar nichts bringt. Ne? Klar haben wir die gerade gemeinsam ein bisschen malträtiert, aber dadurch, dass sie eben die Träne sehr oft gehittet hat, hat sie sich auch sehr gut regeneriert. Wir hatten sie gerade auch halb runter, ohne Träne. Ne? Mach mir ein bisschen Angst. Shit. Wenn sie halt austickt, ist schwierig, ne? Also, das war jetzt gerade auch wieder so eine komische Sechser-Kombo, da sind wir irgendwie gefühlt machtlos gegen. Wobei wir, also grundsätzlich bin ich jetzt gerade mal, ich fand die Mönche mit ihren Hammern schlimmer, sage ich jetzt mal so ganz doof. Das ist jetzt nicht unmöglich. Auch wenn wir, sobald sie ihren komischen Angriff macht, gar keine Chance mehr haben. Was auch ein bisschen weird ist. Schön viel geheilt, geil. Ich mag deinen Helm. Können Freunde sein. Nein, da macht sie es. Was mache ich da? Was mache ich? Was mache ich? Ich weiß es nicht. Ich panic roll.
Das hat funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber diesmal hat es geklappt. Ja, das ist ja dämlich. Das war jetzt Panic Roll und sie hat sich wieder komplett hochgeheilt. Ach Mann! Das mal kurz. Aber es ist halt wieder mega dumm. Wir haben auch schon wieder viel zu wenig Heilung. Der einfach kein Leben verliert, ne? Das ist mega mies. Es gibt bestimmt keine zweite Phase, Leute. Wait. Mein Gott, sie ist wunderschön. Auf eine obszöne Art und Weise. Let your flesh be consumed by the scarlet rot. Ich glaube, sie hat sich nicht mehr geheilt. Entschuldigung, ich bin gerade verwirrt. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Nochmal. Hat sie sich nicht mehr geheilt in der zweiten Phase? Die sah mega geil aus. Brauchen wir nicht drüber reden. Michaela? Ich will ein Kind von dir. Nein, alles gut, aber habt ihr das gesehen? Ich meine, die hat sich nicht mehr geheilt. Das wäre ein... Dass es eine zweite Phase gibt, wundert euch jetzt nicht, oder? Dass das hier nicht alles ist... Oh.
Schlechter Versuch bis jetzt, aber okay. I am Malenia. Blade of Malenia, Malenia, Malenia. Aber was mache ich denn, wenn die da angeflogen kommt mit ihrer Scharlachfäul und mich instant killt? Wir hatten ja sogar volle Health, oder nicht? Zünd ich dann eine Unbesiegbarkeit irgendwie? Wäre das am cleversten? Das wäre jetzt gerade so meine mega nice Idee, dass wir einfach mal kurz hier Arzneimischung. Nicht, ne? Ja, aber einigen wir uns darauf, dass Phase 1 die Phantom die Träne gar nichts bringt. Wir müssen die Phase 1 schaffen. In der Phase 2 weiß ich nicht. Ich finde ihre... Na gut. Reichweite, so lächerlich. Wow. Okay, kaum verliert die viele Health. Oh, shit, stimmt ja. Ja, wir machen es einfach so, wir machen jetzt Schnitt, Ende der Aufnahme und ich werde morgen das Ganze ohne Kamera machen und das einfach tryen. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, ob wir das ohne oder mit Geisterträne machen, weiß ich noch nicht. Eventuell, das habe ich jetzt gerade im Kopf. Mitatorenträne meine ich. In der zweiten Phase das vielleicht zu zünden. Ich müsste halt zuverlässiger wissen, wann die gestaggert ist, ne? I am Malenia. Blade of Nicola. Ein Schwein machen wir noch. Ist ja schon übel. Also es ist schon, ja. Aber mit der Imitatorenträne, ganz ehrlich, in der ersten Phase macht das gar keinen Sinn eigentlich. Klar, wir haben es vorhin geschafft, die zusammen zu bashen. Ich müsste
verstehen. Also entweder müsste ich mehr auf Def gehen, defensiver vorgehen. Ich glaube, ich verstehe halt noch nicht so richtig, wann sie welchen Angriff macht. Jetzt ist sie ja zum Beispiel gar nicht, jetzt war sie Angriffsvorbereitung. Jetzt ist sie wieder gestaggert. Aber wenn sie eben Angriff vorbereitet, stagger ich sie halt nicht. Deshalb ist es immer so Risiko. I am Melania, Blade of Nicola. Kein Wunder, dass die ungeschlagen ist, ne? Muss man aber an der Stelle mal ganz ehrlich anerkennen. Aber wie will man das denn mit einem Magier machen? Sag mal. Also mein Vorschlag wäre, mit Just for Fun, wir tryen noch einmal mit Imitatorentrainer. Direkt am Anfang, nur mal so Interesse halber, um die Idee wirklich direkt beizulegen. Und dann werde ich das morgen ohne Kamera mal ein paar Mal probieren und euch dann auch nur die Aufnahme zeigen, wenn ich sie dann schaffe. Alles andere ist ja Quatsch. I am Melania, Blade of Nicola. Könnt ihr mir mal sagen, warum die Imitatorenträne so viel aushält und wir so gar nicht? Haben wir noch irgendwas, was sinnvoll ist? Leben regenerieren, weiß ich gar nicht, ob das so viel bringt, aber Alternativen, mehr LP. Legendäre Schmiede erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm. Oh, die uralten Drachen. Okay, das könnten wir natürlich austauschen. Wäre cleverer. Ich würde es aber gerade ganz gerne nochmal probieren. Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Ist halt absurd. Es ist klar, scheint es mit Imitatoren-Träne schnell zu gehen, weil wenn die dann den Blutungsschaden kriegt, ist das ganz schön krass. Aber ich glaube, der richtige Weg wäre, einmal zu verstehen, wie die zweite Phase klappt. Das ist sehr ärgerlich, wenn man die zweite Phase relativ schwierig erreicht. Und dann nicht weiß, wie sie klappt. Das ist immer sehr ärgerlich. Sie heilt sich gerade mehr als wir Schaden machen. Ich meine. Total bescheuert. Total verrückt.
Na, seht ihr, was ich meine? Da kann man gerne rumträumen und sagen, die Aschen machen die Kämpfe einfacher. Grundsätzlich bin ich dabei, ja, es gibt sehr viele Kämpfe, die werden sehr, sehr, sehr einfach durch die Aschen. Aber der hier sicherlich nicht, weil die Asche streng genommen keinen Vorteil bringt. Was sollen wir denn da machen? Blade of Mikola. Der Baum war sehr interessant übrigens. Ich kann mir vorstellen, dass der Baum vielleicht Mikela gewesen ist und dass dann irgendwie aus dem Baum der Kokon geklaut wurde oder so. Ich habe keine Ahnung. Wenn sie diesen komischen Angriff macht, ich meine, wir sind jetzt in die zweite Phase gekommen, die Hälfte durch Glück runtergeprügelt, dann mit der Imitatorenträne draufgehauen. Ist ein bisschen ärgerlich, dass das mit dem Instakill jetzt war. Ich wusste halt gern, was ich falsch gemacht habe. Ich bin extra weggelaufen, weil ich dachte, das liegt vielleicht... Backstep bringt sogar mehr Damage, oder? Total absurd, was hier passiert. Der Kampf ist so weird. Jetzt hat die sogar seitlich oder? Die Hälfte zurückgegeben. Gell, war das denn? Ich überspring's gerade mal. Wunderschön. Oh. Let your flesh be consumed by the scarlet rot. Schon geil. Jetzt sind wir bei 1 Stunde 53. Wir machen mal noch zwei Versuche gerade. Wir müssten es halt mit der Imitatorenträne die zweite Phase schaffen. Ich glaube, dann ist es eigentlich... sehr wahrscheinlich cleverer, es ohne zu machen. Wie
wieder voll hell. Das ist so geil. Warum greift ihr mich jetzt an? Das war gar nicht so schlecht. Unentschieden einfach und ich bekomme dann Rüstung. Ach. Ach, come on. Ja, okay. Boah, es hält sich mehr hoch, als ich Schaden mache. Das darf nicht wahr sein. I am Melania. Blade of Mikola. Es lief so gut eigentlich, ne? Es war eigentlich so gut. Ja, also wir machen noch höchstens 3 Tries. Ich muss eh auf Toilette. Und dann machen wir, in der nächsten Aufnahme wird das Ganze dann ohne Kamera sein. Ja, ich mache einen Misch aus mit und ohne Tränen. Ich versuche so, wie es am besten klappt. Voll hell. Das ist so irre. Gerade mega dumm, ne? Gerade geht wirklich alles schief. Das war der einfach volle Leben hier. Ja, also ich bin so hin und her gerissen. Einerseits, ob wir das nicht einfach später versuchen sollten. Das einfach was ist, wenn wir noch stärker sind, beziehungsweise vielleicht auch dann wirklich uns in der richtige Richtung geskillt haben. Beziehungsweise, ich meine, auch die Purpur-Tränen könnten ja mehr haben als plus 11, denke ich mal, irgendwann. Ich mag sie. Das ist echt cool.
Oh, das war gut. Sie hält sich doch noch. Vergesst, was ich gesagt habe. What was that? Also noch ein Teil. Göttin der Fäulnis, das heißt sie übrigens in der zweiten Phase, sehr geil. Ja, es war aber insgesamt ganz okay. Abgesehen davon, dass es sich doch heilt. Das ist aber irre, ne? Also ein Gegner, der sich mit jedem Hit heilt, das ist schon irre. Ich überlege, ob wir beim nächsten Mal die probieren oder ob wir sagen, wir machen es später. Das ist gerade meine... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was am cleversten ist. Es war aber gar nicht so schlecht, die zweite Phase. Come on. Es war eigentlich okay. Oh, nice. Der Versuch war wieder gar nicht so schlecht eigentlich. Machen wir noch einen. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Der Versuch war wieder gar nicht so schlecht. Also die Herangehensweise ist eigentlich die, dass wir einen verhältnismäßig... Aber haben wir irgendwas, was kritische Treffer erhöht? Erhöht die kritische Trefferwahrscheinlichkeit oder so? Erhöht den Fokus, Immunität... Lebenskraft, verbessert kritische Treffer, verbessert Abwehrkonter. Ich weiß halt nicht, wie wichtig die Ausdauerregeneration ist. Aber alleine gerade wieder die Attacke gegen diese Soldaten, muss man da perfekt rollen oder? Ich habe sie jetzt auch wieder nicht so richtig verstanden tatsächlich. Die Attacke ist unabhängig davon, dass es wieder gut war eigentlich, aber die Attacke ist schon echt schwierig. 2:04. Vor 11 Minuten dachte ich, komm, gehen wir mal, das ist echt der letzte Versuch. Ja, ich weiß es nicht. Was? Hoher Punkt suchen, Sackgasse. Was meint ihr mit hoher Punkt suchen?
Jetzt könnte man die cheesen, das glaube ich irgendwie nicht. Das ist schon nice, ey, mit dem Regenerieren bei jedem Treffer, das ist schon... Achso, du hast sie angegriffen, okay. Also der Schaden. Lass mal auf hier. Immer noch, yay, cool. Ich weiß nicht, was da die Strategie sein soll, keine Ahnung. Also irgendwie reinrollen klappt nicht, wegrollen klappt nicht. Ist das wirklich das perfekte Rollen oder was? Das weiß ich nicht. Gut, wir machen hier mal einen Schnitt, aber cooler Bosskampf, sie gefällt mir sehr gut. Ihr Design ist Hammer, ich mag sie. Rein Interesse halber, gibt es hier jetzt neue Notizen auf dem Boden vielleicht, die uns das hier erklären? Nee, ne? Was das hier sein soll? Nee. Na gut, beim nächsten Mal, wie gesagt, ich probiere es ein paar Mal und dann schauen wir mal, wie es klappt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.